Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Truck und Logistik Simulator. So, wir haben in der letzten Folge ja erfolgreich unseren LKW gekauft. Jo, und den wollen wir jetzt mal ein bisschen ausführen. Okay, Tankanzeige blinkt. Das heißt, erster Weg führt uns zur Tankstelle. Jetzt hier auch noch eine Tankkontrollleuchte aufleuchten würde, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Also wenn er leer ist, macht er ganz guten Satz nach vorne. Ne? So, heute wurde ja auch ein neues Fahrzeug angekündigt. So wie es aussah für die Kategorie Lieferwagen oder Kleintransporter, weiß ich nicht. Also ich sieht aus wie ein VW T6. Ob es denn noch einer werden soll, wissen wir nicht. Ich glaube schon. Hallo, hallo. Das hat ja reingehauen. So, und dann fahren wir als nächstes zum nächsten. Hoppala, nein, nein, nein. Komme ich hier natürlich wieder nicht raus. Ja gut, neue Fahrzeuge mag sich der ein oder andere denken, muss das sein. Es sind nicht andere Sachen momentan wichtiger. Aber ich denke mal, das wird hier genauso sein wie in anderen Spielen auch, dass die Entwickler, das ist ja nicht bloß einer, da sind ja mehrere Leute und ich denke mal, da hat jeder so sein Spezialgebiet. Und der ein oder andere ist dann für Fahrzeuge zuständig. Der nächste ist dann wieder für Map zuständig und der nächste ist dann wieder für Skript zuständig und fragen Fuchs nicht. Und daher denke ich mal, hat das eine mit dem anderen jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dass man jetzt sagt, die bringen hier keine Verbesserungen, die bringen hier nur neue Fahrzeuge. Hier geht ja gar nichts vorwärts. Man kennt ja die Schreihälse, man hört sie ja schon förmlich. Also das erste, was ich mir gedacht habe, als ich das Bild gesehen habe, das wird doch wahrscheinlich als nächstes dann kommen. Okay, nee, also das, nee. Denn doch das. Dies bringt uns doch deutlich weiter nach vorne. Ist zwar bloß Solo-Fahrzeug. Ja Gott, auch noch eine Ecke hier. Ja, wie gesagt. So viel dazu. Die Frage ist natürlich, wenn das Auto kommt, dann werden sie das sicherlich nicht alleine bringen. Dann werden sie da sicherlich noch ein bisschen was an Content ringsrum basteln. Und das, glaube ich, wäre sonst alleine wirklich ein bisschen fies. Aber lassen wir uns überraschen. Anders bleibt uns sowieso nicht übrig. Wir können halt uns nur überraschen lassen. Außer man hat einen guten Draht zu den Entwicklern, dann könnte man einiges vorher vielleicht rauskriegen, aber wer hat das schon? Ich nicht. Der macht aber auch schon ganz schön, also der geht vorne ganz schön runter und hinten, upsala, hinten ganz schön hoch. Mann. Mensch, du sollst nicht mitlenken hier. So, beladen. Tür bleiben offen. Bloß ein Trockenlager ist ja kein Kühllager, ne? Süß. Auf ihn mit Gebrüll. Da können wir jetzt auch bis zum Ende durchfahren und dann links rum. Da brauchen wir jetzt nicht extra hier. Das war jetzt, glaube ich, grün. Ich habe das jetzt nicht so erkennen können. Geh einfach mal davon aus, dass es so ist. Mensch, du, der geht ja bald besser ab wie unser Pritschenwagen. Ja. Das ist rot, das sehe ich.
Jetzt ist grün. Das habe ich nicht gesehen. Über diese Baustellen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte euch jetzt hier kein vorgehen. Aber ich nehme das immer abends auf. Wir haben es mittlerweile 21:30 Uhr. Die Meisterschule heute dann nochmal kurz arbeiten gewesen. Das schlaucht doch ganz schön. Fahr doch mal darüber, Menschenskind. Du Pfeife, du. Dir ist wohl nicht gut, oder was? Du hast doch Lack gesoffen. Was ich euch ja auch noch zeigen wollte, das haben sie ja auch gemacht, wie bei ETS. Man kann ja in dem, bei der Fahrt geht's, doch geht's auch. Man muss die Maus nachsetzen und darf nicht aus dem Bild rausklicken. Weil sonst ist das Bild nämlich weg. Tempomat fehlt, ne? Und hier nehme ich gleich die Polizei und die BAG und dann sind wir Modi. Falls ihr euch nochmal auf den Patch zurückkommt, ich weiß nicht, wie schnell die Jungs sind mit dem Ausbringen des Patches. Die Aufnahme hier ist vom Donnerstag. Ne? Also ich bin jetzt hier nicht so tagesaktuell, dass ich heute das Video für heute mache, sondern ich mache heute das Video für übermorgen. Im Normalfall versuche ich sogar noch weiter voraus zu produzieren, aber gerade bei Early Access Games mache ich das nicht so gerne, weil da hauen einem ja doch manchmal so die ein oder andere Patches dazwischen und dann stimmt das alles schon wieder gar nicht mehr, was man da so erzählt. Hallo. Deswegen versuche ich das immer so aktuell wie möglich zu halten. Normalerweise sogar, dass ich jetzt das mal einen Tag nur im Voraus aufnehme. Und nicht zwei, drei Tage. Aber meine aktuelle Situation erlaubt es mir halt nicht anders. Da ich Freitag, Samstag auch, was war das? Da ich Freitag, Samstag auch Schule habe sozusagen. Freitags bis 21 Uhr, samstags bis 15 Uhr muss ich da halt pushen. Zwei, drei Videos im Voraus haben, damit die passt nicht. Außerdem ist ja momentan auch so herrliches Wetter, da will man ja auch ab und zu mal ein bisschen seine Zeit draußen verbringen. Ja, ich bin so ein Mensch, ich gehe auch mal raus, ne? Und ich bin auch nicht irgendwo eingesperrt. Im Keller oder so. Man lässt mich doch durchaus auch mal an die frische Luft zwischendurch. Da gibt es dann auch dieses unnatürlich laute Gebrüll der Vögel und Tageslicht und sowas. Ist aber die Strecke hier.
So, so, so. Ich bin auch mal gespannt, ob hier noch andere Lizenzen folgen, weil Scania und MAN sind ja so die einzigen momentan lizenzierten Fahrzeuge, so wie es aussieht. Alle anderen haben ja kein wirkliches Logo drauf. Das war ja so wie beim ETS am Anfang ja auch, ne? Da gab es ja dann auch. Gab es da überhaupt auch Renault, glaube ich, war das einzige damals. Renault und DAF? Dann folgte, glaube ich, immer N, dann folgte irgendwann Mercedes und Scania. Und war das am Anfang noch Scania? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Es ist schon viel zu lange her. Auf jeden Fall, das weiß ich, dass Mercedes am Anfangszeiten des ETS Majestix ist. Das weiß ich. Unnützes Wissen drauf geschissen. Schon fast an unserem Ziele angekommen. So, hier müssen wir hinein, hinein, hinein. Und gleich wieder rechts und warten, bis Opa die Schranke oben hat. Boxen wir eben die wieder ab. Das findet ihr dann auch nicht so nett. So, damit wäre dieses auch eine zerbrechliche Ware ganz Zuschuss. Und wir haben damit 15.000 Talers auf unserem Konto. Mit den 15.000 Talers können wir jetzt natürlich alles 1, 2, 3, spuck aus und sortiere. Mit den 15.000 Talern können wir jetzt natürlich nicht allzu viel machen. Und ganz ehrlich, will ich jetzt auch nicht mehr allzu viel machen. Ganz einfach deswegen, aus vorhin genannten Gründen, dass ich nicht zu weit voraus produzieren möchte. Ich würde dann lieber tagesaktuell am Samstag für den Sonntag aufnehmen, falls in der Zwischenzeit ein Patch rauskommt, dass wir den nicht allzu sehr verpassen oder nach hinten verlegen in den Videos. Das bringt euch ja dann auch nichts, wenn das schon alles Schnee von vorgestern ist. Dementsprechend halten wir das Video heute mal ein bisschen kürzer und jetzt ist nach 14 Minuten dann auch Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.